Moin, moin, liebe Leute. Dann nicht mal wieder mit City Skyline 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, dann werden wir mal hier wieder weitermachen. Was ist das denn für ein Geräusch? Hä? Um Gottes Willen. Die Antenne. Wo ist sie? Ja, die hat so einen Krach gemacht. Gottes Willen. Was macht die denn von Krach? Okay. Gut. Da unten noch eine Straße dann auch. Unten auch. Mal gucken. Nee. Unten nicht. Nur oben. Okay. So. Ja, dann werden wir mal hier diese Wälder aufbauen, die wir hier wollten, ne? Beim letzten Mal. Was war das? Herz? Mal nachgucken. Natürliche Ressourcen. Öl. Öl ist das. Okay. Ja. Wäre auch gut, wenn man das sehen könnte dann, ne? Gucken, ob sich das noch wieder... Und das dann noch wieder sieht. Erzöl. Ah, okay. Ja, das haben wir dann jetzt gut gemacht. Kann man das wenigstens sehen. Okay, dann setzen wir noch eins hier hin. Eins auf der Seite. Und eins auf der anderen Seite. So. Wo ist am meisten? Hier. Dicht heran. Müssen wir mal gucken, ob auch die Hütten zu sehen sind. Zack, gesetzt. So. Müssen wir erstmal hier das so lassen. Halt. Und erstmal eine Straße anlegen. Sonst wird das nichts. Hier die kleinste. Einmal so. Und einmal nach unten zur anderen. Jetzt können wir das hier nochmal richtig auf. Oh, bis hier. Dann an eine Straße. So. Und jetzt andere Seite. Klappt doch ganz gut. Bis dahin und jetzt hier rum. Jetzt geht's schon wieder nicht. Jetzt habe ich schon wieder verkackt.
Warum auch immer. Warum auch immer. Also manchmal funktioniert das richtig gut und manchmal ist das völlig daneben. Oh. Okay. Fertig. Erste Feld. Zweite legen wir hier drüben an. Öl. So ungefähr, wa? So. Was ist denn das? Was denn? Beides weg. Völlig verkehrt gegangen eben. Öl. So, da ist die Straße. Bis hier können wir. Einmal setzen. Nun, lass los. Das ist auch schon wieder komisch. Keine Häuser zu sehen. Kann ich wieder abreißen. Die Häuser müssen zu sehen sein, sonst geht das in die Hose. Immer die Straße. So. Und einmal nach unten. Neunzig. So. Man kriegt die Zebrastreifen weg. Hier waren, glaube ich, auch noch welche. Weg damit. Brauchen wir hier nicht. So, jetzt müssen wir es wieder anlegen noch. Das Feld. So sieht man das jetzt eigentlich hier weniger gut. Ist auch schon wieder komisch. Das war doch für einen super. Und die andere Seite. Kriegen wir schon fertig hier. Kriegen wir schon angebunden.
muss ich hier wieder aufpassen, weil ich nicht zu tief komme. Sonst geht der Peter nicht mit den Rumlegen hier. Ja. Jetzt. So. Fertig. Kann gebaut werden. Bevölkerung erhöht. Super. Kriegen wir gleich noch einen dritten hier hin? Wir kriegen ja vielleicht noch einen hin. Und dann reicht es aber dann. Öl. Ah, da flackern die Häuser wieder. Muss ich aufpassen. So. Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of culture. Hat dann jetzt wieder von Zacken drin gemacht. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Clever. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here. Und lass los. Humans are programmed to desire certain representation. Erstmal Straße. Wasser, die kleine. Zack. Und jetzt einmal zur hier unten runter. 90. Zack. Und gleich hier wieder die Zebra-Reifen weg. Haben wir. So, und nun können wir hier wieder vollenden. Thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Oh. Du bist runter an der Straße. Oder in den Knick hier zuerst. Oh. Dann gerade runter. An der Seite. Bis da. Dann rum. Oh. Jo. Zack. Und runter. Und
und fertig. Auf der anderen Seite auch nochmal machen. Dann haben wir aber genug Öl. Mehr brauchen wir dann nicht. Denke ich mal. Hängen wir hier auch gleich an der Straße an. Man muss darauf achten, dass wir hier die Hütten. Also die Hütten da sind, ne? So, zack. No. Fertig. Und fertig. So, nun ist aber genug. Wenn sie nach Öl bohren, ja. Wie die Weltmeister. Super. So. Das haben wir erledigt. Gucken wir mal nach unserer Nachfrage nochmal wieder hier. Und bevor wir weiterbauen, legen wir uns hier noch unseren Industriehafen an, ne? Hier an. Gucken, wo hier die Dings lang geht, die Route. Liegt da an. Dass wir noch Kacheln kaufen, wenn wir rankommen. Müssen wir natürlich hier wieder glätten. Ein bisschen glätten jetzt hier, ne? Und ausbauen. So ungefähr, ne? Nicht mal behaupten. Ja? Weil noch ein Stück gerade. Gucken gleich mal vom Weiten noch, wie es aussieht. Aber ich schätze mal so. Ja, so können wir es lassen. Da setzen wir jetzt hier unseren Hafen ran. Wo ist er? Frachthafen. Okay. Auch interessant. Kann man gleich ransetzen an der Straße. Zack. Und da sitzt er. So, was können wir ihm jetzt noch gönnen? Aufwertung.
Züge. Weiter das Lager. Oh. Züge können direkt die Fracht. Dann liegt hier ein Gleis dann, ne? Und wo aus können wir dann da ran? Mit dem Gleis. Eine andere Seite. Ne, von da. Und hier. Wenn wir nur unterirdisch buddeln, wa? Dass wir da rankommen. Ich glaube, das machen wir als erstes. Speichern. Speichern wäre noch die nächste Sache, die wir machen müssten. So. Braucht eine Gleisverbindung. Ja, dann machen wir das mal, ne? Müssen mal gucken, wo wir da rangehen. Wir müssen ja hier an unseren Zugdepot ran. Wir müssen hier an unser Zugdepot ran. Wie wollen wir das sonst machen? Wir müssen jetzt hier unten durch. Hier unten drunter. Hier ran, hier unten lang. Und dass wir dann hier irgendwo drauf kommen. Hier kommen wir dann wieder hoch. Ja, so machen wir das. Hoch. Hier schließen wir dann an. Wir versuchen es, Leute. So. Und zwar brauchen wir Zug. Beide Seiten. So. Zack, und jetzt geht's nach unten. Meter nach unten. So würde ich sagen. Noch mit Kurve natürlich. So. Drehen. Jetzt hier.
Nächste Kurve. Bis hier. So. Jetzt müssen wir hochkommen. Sind wir oben? Und gehen da ran. Zack. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. Von hier aus könnte man eine Schleife legen auch, dass es daran geht. Wollen wir das probieren? Oh, das tat weh eben. Das wollte ich nicht. Kam gerade in dem Moment auch ein Zug vorbei. So, haben wir. Dann können wir nämlich hier speichern. So. Schaffen wir das noch? Unsere erste Außenstrecke. Wir brauchen den. Güterzug brauchen wir. Von hier. Warte mal, wir müssen hier einen Punkt setzen, dass wir auch hier lang kommen. Und setzen ihn hier an. So, und von da aus wieder zurück. Edit. Haben wir. Von hier aus kann er da rauffahren und hier rauffahren zum Reparieren. Kein Problem. Dann haben wir dann hier schon eine Außenanbindung gemacht gehabt. Lasst uns mal schauen. Zug, Fracht haben wir zwei. Aber hier liegt nur eine an.
Haben wir dann hier schon eine gelegt? Ja, hier ist schon eine. Machen wir mal noch eine andere Farbe, ist ja fürchterlich. Haben die sich dabei gedacht? So, wo geht die hin? Geht auch schon nach außen. Okay, dann haben wir schon eine. Gut. Das haben wir gemacht, liebe Leute. Einen Frachthafen angelegt. Linie fertig gemacht. Jetzt müssen wir beim nächsten Mal bloß noch hier Kacheln kaufen, dass wir dann hier rankommen, ne? Ja. Und liebe Leute, vielen lieben Dank dann fürs Einschalten, ne? Dankeschön. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.